EHC verliert seinem Trainer, Freiburg eine Legende. Thomas Dollak ist tot nach langer Krankheit. In Eishockey muss man kämpfen. Und das ist ein, kann man sagen, Kampfsportart. Man muss sehr viel laufen und kämpfen und kämpfen und kämpfen. 1982 kam der Tscheche Dollak nach Freiburg, zunächst als Spieler, dann als Trainer. Geprägt hat er den EHC wie kaum ein anderer. Ihm zu Ehren wird die Trikotnummer 25 nicht mehr vergeben. Sein Tod trifft das Freiburger Eishockey schwer. Thomas war wirklich ein Mensch, der in der ganzen Eishockeywelt außerordentlich viele Freunde hatte und beeindruckt hat und respektiert wurde für das, wie er mit einer schnellen Sportart und schnelllebigen Gedankengut umgegangen ist. Thomas war kein Freund großer Worte und er war auch kein Freund von schnellen Beurteilungen. Er hat sich nicht verbiegen lassen durch Erwartungen, die vielleicht andere an ihn hatten oder die ihn so haben wollten, wie sie ihn gerne gesehen hätten. Mit dem EHC hatte Dollak seine größten Erfolge, darunter der Bundesliga-Klassenerhalt 1993 und die Amateurmeisterschaft zwei Jahre später. 2003 gelang ihm schließlich ein Coup. Als Außenseiter führte er Freiburg zur Zweitligameisterschaft und schaffte dadurch den Aufstieg in die erste Bundesliga, DEL. In den Jahren danach widmete sich Dollak dem EHC-Nachwuchs, wurde 2008 mit den Junioren deutscher Meister. Nach der Wölfe-Insolvenz übernahm Dollak in der Regionalliga die erste Mannschaft und mit ihr ein Team voller Spieler, die er selbst ausgebildet hatte. Ende 2011 dann der Schicksalsschlag. Thomas Dollak erkrankte schwer und musste sein Traineramt niederlegen. Doch nach dem Aufstieg in die Oberliga kehrte er zurück. Ein Leben ohne Eishockey, keine Chance. Sie selbst haben in der vergangenen Saison aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen müssen. Wie gut vorbereitet sind Sie? Wie gut auskuriert sind Sie? Gut, ich fühle mich okay, ich fühle mich fit und der Aufgabe gewachsen. Genesen war Thomas Dollak nicht. Trotzdem stand er weiter hinter der Bande, selbst auswärts. In seiner letzten Saison spielte der EHC über den Erwartungen, schaffte nicht nur den Klassenerhalt, sondern gar die Pre-Playoffs. 13 Spielzeiten lang war Dollak Trainer der ersten Mannschaft. Sein letztes Heimspiel am 10. März bleibt in Erinnerung. In den Schlusssekunden drehte der EHC die Pre-Playoff-Partie gegen Bad Tölz und konnte so die Serie ausgleichen. Zum letzten Mal ließ Dollak Eishockey Freiburg jubeln, das Eishockey Freiburg, das er mitgeschaffen hatte. Thomas Dollak hinterlässt Frau und Sohn. Am Morgen des 23. Mai ist er gestorben, einen Tag vor seinem 62. Geburtstag.